Hallo, liebe Dellenmänner und liebe Dabakusser, herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Wermelskirchen TV, heute hier aus dem Kaufzentrum Hübing im Dorfmittelpunkt von Dabringhausen. So, was haben wir am Wochenende gehabt? Viele, viele Events, die wir leider nicht filmen konnten, weil wir selbst auf einem Event waren, nämlich dem Dellmann Cup und den Stadtmeisterschaften, die wir rundum organisieren mussten. Davon haben wir auch ein paar Bilder für euch. Guten Morgen, liebe Dell-Männer, guten Morgen, liebe Freunde von Wermsküchen TV. Guten Morgen, Freunde des Buhlens. Willkommen zu den Stadtmeisterschaften in Wermelskirchen oder zu den Weltmeisterschaften in Wermelskirchen. Hier ist das Team Sparkasse und die sind ganz wichtige Teilnehmer heute, denn die Sparkasse, die sponsert nämlich dieses Turnier. Und wenn wir hier nicht die Besten sind, wir sind zumindest die Lustigsten. Also das kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Vielen Dank. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, hier im Kaufzentrum Hübingen kann man natürlich auch Schwimmflügel kaufen. Die sind wahrscheinlich fürs Freibad Dabringhausen gedacht, weil wir natürlich eins nicht haben, was derzeit Hauptthema in unserer Republik ist, nämlich Hochwasser. Das ist natürlich im Bergischen vollkommen fremd, aber auch die Bergischen sind daran beteiligt, nämlich der DLRG Wermelskirchen ist mit einem Team und einer Taskforce ins Hochwassergebiet Magdeburg unterwegs, um dort vor Ort logistische Hilfe zu leisten. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an der DLRG und Jungs, ihr macht sicherlich einen super guten Job da unten. Ja, letzte Woche gab es eine neue Pressekonferenz zum Thema Rock am Markt. Da haben die WW und die Stadtverwaltung Rede und Antwort gestanden im Jugendcafé. Dazu ein paar kurze Ausschnitte. Wir haben den WDR-2-Tag zwar nicht den offiziellen WDR-2-Tag nach Wermelskirchen geholt, aber der Tag, also dieser Bewerbungstag auf dem Schwanenplatz, war so ein Riesenerfolg. Und eigentlich wollen sich WEW und die Stadt, wir wollen uns nochmal bei den Bürgern bedanken für das, was die an diesem Tag auf die Beine gestellt haben. Wir hatten so viel Spaß, so viel Freude über ungefähr, ich weiß nicht, 12 Stunden gefühlt. Und so viel Engagement, so viel Identifikation mit unserer Stadt. Also ich werde heute noch angesprochen auf diesen Tag aus ganz Nordrhein-Westfalen. Überall hat man das mitbekommen, was da in unserer Stadt passiert ist. Und wir wollen das so ein bisschen zurückgeben an die Leute und sagen, okay, WDR2 kommt zwar nicht in unsere Stadt, wir machen aber trotzdem ein Riesenfest. Und das machen wir eben an den Tagen, Fest für Jung und Alt. Es gibt von der Hüpfburg bis zur Rockband alles, was man sich vorstellen kann. Und es ist den ganzen Tag Programm. Es gibt lecker trinken, lecker essen. Und eigentlich ist es die einfache Formel, Wermelskirchen feiert sich an diesem Tag selbst, weil wir uns das echt verdient haben. Wenn jetzt noch einer fragt, weil das werde ich ab morgen definitiv gefragt, was kostet das denn und warum hat die Stadt denn dafür Geld? Dann könnte man eine neue Rathausfassade machen. Dieses Fest trägt sich nach aller Planung selbst und kostet nichts. Es ist weder für WEW noch für die Stadt ein Zuschussgeschäft. Insbesondere dann, wenn so schönes Wetter ist wie heute. Wie übrigens auch der WDR2-Bewerbungstag auf dem Schwanenplatz nichts gekostet. Und wir tun das, das ist auch wichtig, haben wir gerade schon drüber gesprochen, auf dem neuen Markt, auf dem es erst eine Feier gab, nämlich zur Eröffnung. Wir wollen damit auch zeigen, welche Möglichkeiten dieser neue wunderschöne Platz bietet für solche Veranstaltungen. Also auch das soll eigentlich so eine Art Kickoff sein. Wir haben gesagt, wenn das einigermaßen erfolgreich wird, wovon wir natürlich ausgehen, dann ist das bestimmt der Start für viele weitere Folgeveranstaltungen in dieser oder anderer Art auf diesem Platz. Weil das eigentlich ein Platz ist, der schreit geradezu danach, dass man auf ihn feiert. Ja, liebe Wermelskirchener, es gibt hier schon den Wermelskirchen TV-Schlumpf, den will ich gleich der Kamerafrau schenken. Ganz originell hier im Kaufzentrum Hübing. Aber was es noch nicht gibt, beziehungsweise was ich noch nicht entdeckt habe, das ist der Turmspringschlumpf. Wir haben ja seit diesem Wochenende einen neuen Weltrekord aus Wermelskirchen. Dennis Bettin hat es versucht und geschafft, 24 Stunden Turmspringen im Willy-Daume-Bad in Hückeswagen von Samstag 14 Uhr an bis ziemlich genau dieselbe Zeit. Am Sonntag 714 Sprünge absolviert und da sagen wir natürlich herzlichen Glückwunsch. Er hat sich jetzt wahrscheinlich erholt. Zwischenzeitlich war es ja mal hart an der Grenze, dass er wahrscheinlich auch gedacht hat, was mache ich eigentlich? Aber das ist Wermelskirchen, hier gibt es ja einige Verrückte. Also auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Pass auf, ich sag was Schönes über Dabringhausen, weil wir fahren jetzt gerade zum Hanekötten nach Stumpf. Ist wieder ein großer Event. Nächstes Wochenende haben wir Dorffest hier, also unser Dorf lebt. Und vielleicht sollte sich in der einen oder anderen Situation Wermelskirchen ein Beispiel nehmen.
Vollkommen richtig, denn in Dabringhausen geht es ohne Zuschüsse, liebe Wermelskirchner. Richtig. Danke. Ja, viel Spaß aber beim Hahneköppen. Dankeschön. Hast du schon einen Favorit im Kopf? Nee, mal gucken, wer ausgelost wird. Alles klar, viel Spaß euch. Okay. So, neben mir steht Willi Birkmann, Vorsitzender vom Hahneköpfverein Kikeriki in Dabringhausen Stumpf. Und der wird uns mal ein bisschen was zur Geschichte sagen. Wann ist der Verein gegründet worden? 1938. Und ja gut, wir haben jetzt noch kein Jubiläum, ne? Wir sind also schon drüber. Das hatten wir vor 2 Jahren, da hatten wir hier ein großes Fest. Ja, und jetzt ist einfach ein normales Fest, so wie immer. Und für den Nicht-Eingeweihten, was läuft hier gleich in einer halben Stunde ab? Das ist einfach, wir sind der Traditionsclub Hahneköppen. Und das heißt einfach, es wird ein Hahn im Korb, wird der Kopf abgeschlagen. Und das ist ein Brauch. Und den halten wir bei, solange wie wir noch können. Und waren Sie selbst auch schon mal Hahneköpp König oder Kaiser oder ähnlich? Ja, ich war schon König und Kaiser, ja. Gibt es darüber hinaus noch was? Ja, da sind die Gelehrten sich nicht einig. Entweder Edelmann oder Bettelmann, also da sind sich die Gelehrten noch nicht einig. Weil dreimal ist noch keiner gewesen. Ja. Also. Und gibt es heute heiße Anwärter auf den Titel? Nee, eigentlich nicht. Nee, es gibt keine Anwärter. Unser Verein ist mittlerweile so ein bisschen alt geworden. Ne? Und viele können nicht mehr schlagen oder wollen nicht mehr schlagen. Und ja, die Jugend kommt nicht nach. Wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es geht immer ein Hoch und ein Tief. Ne? Keine Frage. Also liebe Wermelskirchner oder Dabringhauser oder Dünner, wenn ihr im Hahneköpfverein mitmachen wollt, gerne willkommen, Nachwuchs, oder? Ja, natürlich. So, da gibt es noch einen kleinen Veranstaltungshinweis. Das Gymnasium Wermelskirchen wird im PZ mit ein paar Schülern eine Aufführung machen, und zwar das Musiktheater Till Eulenspiegel. Und da könnt ihr euch jetzt schon Karten reservieren für 3 € im Vorverkauf. Die Veranstaltung wird sein am 22. Juni, das ist der Samstag. Ab 18 Uhr beginnt es. Und dann gibt es noch 2 weitere Vorstellungen, jeweils in der Woche, am 24. und 26. Juni. Ja, liebe Leute, die Hübings haben uns auf ihren wunderbaren Balkon, das ist eigentlich eine riesen Terrasse, gelassen. Da haben wir ja schon mal einen herrlichen Ausblick auf das, was hier in Dabringhausen denn am kommenden Wochenende bevorsteht. Das beginnt am Freitag mit dem Fassanstich. Der wäre jetzt, Kamera schwenkt mal eben rüber, die Straße rauf, direkt hier vorne. Da gibt es den Fassanstich mit Harry Tiede und Erik Weig. Und da spielt natürlich das Blaserköster Dabringhausen zur Eröffnung. Anschließend könnt ihr euch im Festzelt für lau, also ohne Eintritt, anhören. Idiopathic, das ist die Band, die letztes Jahr den Band-Contest gewonnen hat, der jedes Mal Montag stattfindet. Und anschließend gibt es klassischerweise Juhu. Und es wird hoffentlich bei schönem Wetter wieder richtig viel los sein. Das Kölsch schmeckt lecker. Und ich kann diese Veranstaltung hier in Dabringhausen an dem Freitag auf jeden Fall nur empfehlen. So, am Samstag dann gibt es hier den Trödelmarkt in den Straßen dieser herrlichen Stadt, des herrlichen Stadtteils von Wermelskirchen hier in Dabringhausen. Da könnt ihr euch sicherlich auch noch anmelden. Telefonnummern werden gleich unten eingeblendet. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Best-Ager-Kaffee-Trinken, also Senioren-Kaffee-Trinken hier unten im Festzelt. Das ist um 15 Uhr. Und dann gibt es am Abend noch eine Veranstaltung im Festzelt wiederum. Das ist Party, Party, Party mit Schalldruck. Ich glaube, das ist auch ein Event, wo ihr als Party People nicht fehlen dürft. Auch da könnt ihr dann abends hin. Und am Sonntag gibt es dann natürlich den Markt der Möglichkeiten hier unten im Festzelt, wo verschiedene Aussteller ganz interessante Sachen anbieten. Ihr könnt das auch auf der Homepage, die blenden wir jetzt auch gleich nochmal unten ein, nochmal genau informieren, was euch da erwartet. Highlight am Sonntag für alle, die aus Dabringhausen kommen, ist natürlich das Schubkarrenrennen. Das sollte man sich als Nicht-Dabringhauser auch nicht entgehen lassen. Da wird es immer ganz speziell was geben. Das hat weniger was mit sportlichem Wettkampf zu tun, sondern das hat so ein bisschen was von Karneval. Aber da hat der Harry ja im Talk letzte Woche auch schon was zugesagt.
Wer da Näheres wissen will, guckt einfach nochmal in den Talk rein. Und am Abend gibt es dann vom Dabringhauser Tonverein hier im Festzelt das Thema Saisoneröffnung und Feier. Und da gibt es sicherlich auch einiges, was da interessant ist. So, Montagnachmittag, letzter Festtag, da gibt es noch das Spektakel für Kinder um 15 Uhr und dann gibt es noch eine Happy Hour, wie immer, und dann der krönende Abschluss des Dorffestes ist dann ja der Band Contest, den der Mr. Ruffensiefen und Mrs. P. Felton organisieren. Der Gewinner wird Vorband von Juhu an verschiedenen Events und ich glaube, allein das kann ja schon mal eine ganz tolle Sache sein. Das war es dann vom Programm des Dorffestes, auch wieder nachzulesen auf www.dorffestdabringhausen.de. Wie ich im Kaufzentrum Hübingen gerade eben hörte, will doch der eine oder andere Dabringhauser noch eine Dabringhausen-Fahne haben. Dazu kann ich sagen, die Dabringhausen-Fahne ist natürlich schon lange, lange ausverkauft. Aber ihr macht Folgendes, wenn ihr eine haben wollt, ihr dreht ein Handyvideo und ihr sagt, warum ihr diese Fahne unbedingt braucht, und unter der besten Einsendung verlosen wir dann eine Dabringhausen-Fahne. Das war Dabringhausen TV aus dem Kaufzentrum Hübingen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und viel Spaß am Dorffest in Dabringhausen. Genau, das wollte ich auch sagen. Wir sehen uns dann beide am Dorffest und trinken mal einen zusammen. Das machen wir. Also, wir sehen uns nächste Woche am Wochenende. Tschüss, euer Matthias. Und tschüss.